Weißt du, wir sind einfach, wir passen so gut zusammen. Wie Arsch auf Eimer. Das ist total sweet. Wie Kondom auf männliches Geschlecht, Alter. So, und da wären wir bei einer weiteren Folge von Mario Kart 8. Hier auf dem Kanal von PlayerUnknown, der jetzt mittlerweile von mir übernommen wurde. PlayerUnknown ist jetzt 3 Wochen in Urlaub gefahren und ich produziere sozusagen seine Mario Kart 8 Videos. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, dass er jetzt sozusagen in der nächsten Folge auch noch nicht dabei ist. Ja, ich werde halt auch, ich denke, Clash of Clans werde ich halt gar nicht mehr hochladen, sondern halt nur noch Pac-Man finde ich ganz geil gerade. Also ich denke mal, es kommen täglich Pac-Man Videos. Wenn ich es schaffe, vorzuproduzieren, Pac-Man ist ein ziemlich aufwendiges Spiel. Und, ja, also, könnt auch ruhig einen Daumen runter geben, ist eigentlich relativ egal. Ich gehe eh wieder in 2 Wochen zurück auf meinen Kanal, aber jetzt in der Zeit müsst ihr halt mit mir klarkommen. Yo, also, wir fahren hier gerade auf Toads Hafenstadt und ich werde gerade voll durchgefistet. Ihr seht auch mein Gameplay, also ich habe jetzt von Bowser auf den Villager gewechselt mit dem goldenen Kart und den goldenen Reifen, oder? Ja, doch. Der vor mir hat genau die dieser Outfit. Hat dir irgendwer erlaubt, die Begrüßung zu machen? Ich war einfach mal so frei. Ach ja, also. Ist ganz freundlich von dir. Jo, kein Stress. Und dass du auch meinen Kanal übernimmst. Ja. Mega gern. Muss ja mal irgendjemand cooles deinen Kanal machen. Ja, stimmt. Wegen sonst sind die so. Ja. Nicht so coole Typs drauf. Ja. Muss ja mal ein bisschen Niveau reinkommen. Ja. Das ist natürlich auch nötig für den Kanal. Ja, das ist notwendig. Bock haben wir ernsthaft. Ich hatte 3 Pilze. Da kommt ein Blitz. Der Blitz kommt immer, nachdem du ein Item eingesammelt hast. Ja, ist wirklich so. Der Mario Kart 8 Gott will es so. Der Mario Kart 8 Gott ist ein Wichser. Ganz simpel. Ja, das stimmt aber. Der Hübi hatte eine. Nee, oder hinter dir hat irgendeiner die erste Platzbombe. Ich hatte keine erste Platzbombe, der neben mir. Lol. Komm. So, wir müssen mal irgendwelche Themen hier ansprechen. Alles die meisten klar. Haben bestimmt schon abgeschaltet. Ja, stimmt. Nein, hallo. Nach meiner Begrüßung würde niemand abschalten. Ja, stimmt. Wer wird da abschalten, ne? Wir können thematisieren, wo du in Urlaub fährst. Ja, stimmt, das können wir natürlich machen. Ne? Ja, wo fährst du denn hin? In die Ukraine. In die. Okay, nächstes Thema. Was treibt dich denn in die Ukraine? Ja, Verwandten, ne? Du machst einen Verwandtenurlaub? Ja, meine Oma und meine 2 Halbgeschwister leben da. Sind die auch in den Russland-Konflikt mit einbezogen? Nein, das ist nicht im Krisengebiet. Ah, okay, das heißt, du kommst vermutlich ohne Einschusslöcher zurück. Ja, also ich komme noch lebend zurück. Ja, in welchem Zustand, da kann man immer noch drüber streiten. Und was machst du dann in den Wochen? Ja, eigentlich nichts Besonderes, ne? Okay, das machen wir im nächsten Rennen dann. Okay, das Interview geht weiter. Was machst du in den Wochen, wo du da bist? Bisschen chillen, ein bisschen langweilen. Du fährst einfach 3 Wochen dahin und die macht nichts Besonderes. Ihr unternehmt gar nichts? Ja, vielleicht 1, 2 Dinge. Ja, ich bin auch nicht so scharf, dahin zu fahren. Ah, das heißt, du hast gar nicht so Lust auf den Urlaub. Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß ja, dass nach dem Urlaub Gamescom ansteht, dann noch die Abschlussfahrt, ne? Und das wird dann cool. Wo geht denn die Abschlussfahrt? Nach England. Nach London? Ja, London ein Nachmittag. Ist ein bisschen wenig, aber... Okay. Das heißt, wie lange geht die? Eine Woche, also von Montag bis Freitag. Und in einer Woche wollt ihr durch ganz England fahren? Natürlich. Das geht doch. Also wir haben allein schon in einer Woche nur London angeguckt und es war jeden Tag was geboten. Ja, wir leben dann da in Canterbury sozusagen. Das ist irgendwie so ein Vorort, 2 Stunden entfernt von London und dann wird da ein bisschen gechillt. Ich glaube nicht. Auf Abschlussfahrten wird grundsätzlich nicht gechillt. Das Beste ist, unser Klassenlehrer will ja dort in London ins Theater und dann haben wir uns schon geschworen, mit Jogginghose da reinzugehen. Das ist aber gar nicht so schlechtes Theater, muss man sagen. Ja? Ja, wir haben da auch so ein Shakespeare-Theater. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr in Shakespeare-Theater geht, aber das ist echt meine Erfahrung wert. Also ich finde das geil.
Also ich fand's cool. Ich war davor auch echt, dachte ich mir so, boah, ernsthaft, was bist denn du für ein Spast und schleppst dich jetzt da rein? Aber es war cool. Ja, ich habe mir eigentlich geschworen, wie so der größte Asi im Theater zu sein. Ja, die deutschen Touris halt, ne? Ja, ich werde so mit Jogginghose reingehen, dann auch irgendwie davor richtig viel Energy trinken, damit ich noch ganz viel rülpsen muss. Und dann werde ich noch so mein Telefon auf laut haben und dann so mittendrin noch telefonieren. Ach Gott, wo sind denn die Manieren? Nee, das habe ich mir geschworen, das muss ich machen. Und dann wirst du noch, dann wirst du heimgeschickt wahrscheinlich. Dann ist deine Abschlussfahrt ganz schnell vorbei. Egal. Nicht, wenn es alle machen. So, das ist ja Klassengemeinschaft, ne? Ja, ist auch, haha. Du wirst gleich ausrasten. Ah, Mann! Oh, Mama! Yo, zweiter? Dritter? Komm schon, ich werde doch noch vierter! Oh, oh, Baby Luigi überholt mich! Vierter, fünfter, nice one! Ich bin sechster. Ja, ich war erster die ganze Zeit. Oh, schön. Das hört man doch gerne, wenn David sechster wird. Fünfter. Ich kann die Zahlen nicht. Wir sehen uns beim nächsten Rennen, Freunde. Bleibt geschmeidig. So, liebe Leute, jetzt werden wir mal den Hübi interviewen. Ah, den Hübi interviewen? Ist das so? Ja. Okay, hau mal raus, Bruder. Du hast ja jetzt dein Abi hinter dir. So sieht's aus, mein Freund. Was erwartet dich jetzt in der Zeit? Wirst du in Urlaub fahren? Ich fahre im... Oder? Ja, das ist jetzt die Frage, wann deine Leute das Video sehen. Auf jeden Fall, ich werde aufs Electric Love Festival für 5 Tage fahren. Oh, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber Es ist ein Festival über 5 Tage in Salzburg und da ist einfach 5 Tage lang Dauerdicht und Party. Boah, das ist fett. Ja. Musst du so einen Vlog machen? Ja, ich muss gucken. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen, aber ich habe jetzt schon ein Problem, wie ich schaffe 5 Tage, vor allem ist es da, wir pennen halt im Zelt und ich muss mir jetzt schon überlegen, wie ich 5 Tage lang mein Handy da am Leben halte. Also ich muss irgendwie 28 externe Akkus mitnehmen oder so. Ja, so Aufladestation. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da überhaupt ansatzweise Strom hinbekommen oder so. Boah, ich hab... Ah, fuck. Ich bin ganz so durchgefickt. Ich mein Dritter, jetzt bin ich 12. Ich hab, glaube ich, fett. Ich glaube, ich wurde 4-mal hintereinander von irgendwas getroffen. Ja, das Spiel kann schon echt gemein sein. Ja, ist so. Ich glaube, das Video wird am 29. rauskommen. Oh, dass du sogar einen Plan erstellt? Ja, klar. Muss ja alles geplant sein, ne? Mhm. Bam. Und wir haben jetzt den ersten. Den ersten, ja. Du darfst deinen Abonnenten nicht sagen, dass du vorproduzierst. Das kommt immer um. Stimmt, das ist richtig böse. Nee, ich kann ja ruhig wissen, wann ich vorproduziere. Boah, jetzt kommt wieder dieser Blooper. Und was wirst du sonst noch in der freien Zeit machen? YouTube. Ich krieg morgen oder in 3 Tagen meine 50.000er Leitung. Boah. Dann werde ich nämlich für einen Upload einfach nur noch 20 Minuten brauchen. Statt 4 Stunden. Oh, du tust mir irgendwie voll leid. Nö. Man hat 4 Stunden. Ja, mach ich nur über Nacht. Boah. Das hatte ich auch damals, wegen bei uns ist abends der Ping immer so im Arsch, ne? Und ich hatte damals noch so ein Notebook und kein Laden. Dann denkst du dir auch so abends, warum? Hey, yeah. Jawohl, ich hab ihn getroffen! Nee, 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 nee. Sechster, siebter, achter. Komm, komm, hab neunter, bin ich auch noch, neunter, zehnter, komm, 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 komm. Zehnter bin ich geworden, nice one. Nein, nee, du bist neunter. Habe ich dich 2-mal mit dem Boomerang getroffen oder nur 1-mal? Hä? Habe ich dich 2-mal mit dem Boomerang getroffen? Ich weiß es nicht. Ich habe am Ende nichts mehr mitbekommen. Ich oh, will's ja, liebe haben. Freunde, der Hübi will es haben. Oh, ich will es so richtig haben, ja. Animal Crossing. Strecke! Im Frühling. Woo! Die geilste Zeit, finde ich. Also in der Animal Crossing Strecke. Ja, die ist schon sneaky hier. Ja, ist jetzt auch echt knorke. In Real Life ist die beste Jahreszeit Herbst und Winter. Ich weiß nicht. Ich finde fast nur Herbst. Herbst und Frühling finde ich, die Übergänge finde ich am geilsten. Ja, finden die meisten, aber ich mag den Frühling nicht so gerne. Warum?
Ich find's so geil, weißt du, du läufst immer mit langer Hose und Pulli und so rum. Und dann ja, so langsam chillig. Ohne Jacke in die Schule gehen, dann mit Dreiviertelhose in die Schule gehen. Schon geil, dann nackt immer in die so Schule ein bisschen gehen. Weiter nackig machen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich find's. So das beste Wetter ist lange Hose, Pullover. Das mag ich gerne. Ja, das stimmt. Einfach so übelst chillig einfach nur. Ja. Aber ich mag es auch nicht, wenn wie jetzt so eine Hitze draußen ist, wo es 35 ja, wo du einfach Grad einfach ist. Einfach, ist so einfach schwitzen im Sitzen. Ja. Vom Nichtstun. Ja. Und Herbst ist sowieso das Beste, weil PlayerUnknown da gegründet wurde, ne? Echt? Ja. Mit deinem Manager? Ja, nee, der kam erst später dazu. Damals waren ja noch drei Typen hier. Was, drei? Drei, ja, aber die haben ja nie was geuploadet und deswegen habe ich die rausgeschmissen. Also einfach das Passwort gewechselt. Nee, ich habe gesagt, ich brauche dich, wir brauchen dich nicht. Tschüss. Boah, PlayerUnknown, der Gangster. Ja, ich bin ein richtiger Gangster, Alter. So GTA-mäßig, ne? Ja. Komm. Das wievielte Rennen ist das jetzt? Das sollte das vierte sein. Echt jetzt? Ja, wie warum? Wie Zeit vergeht, ja. Ja, übel, gell? Weißt du, wir sind einfach, wir passen so gut zusammen. Wie Arsch auf Eimer. Das ist total sweet. Wie Kondom auf männliches Geschlechtsorgan. Darauf, liebe Leute, kann auch nur ein Hügel kommen. Ja, da, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ah, schön. Ah. Oh mein Gott. Minus 13, Leute. Oh, meine Abonnenten waren auch nicht besser. Erstmal ein kühles, sprudeliges Wasser gönnen. Ich hasse sprudeliges Wasser, aber es war das einzig kühle, was sie im Kühlschrank hatten. House Party. Wenn du es reinschneidest, bist du ein Knecht. Allein schon deswegen werde ich es reinschneiden. Ich hasse den Babypark. Ich finde ihn lustig. Ich nicht. Weil der nichts mit Können zu tun hat. Ich meine, Mario Kart 8 hat ja sowieso nicht viel mit Können zu tun, aber der hat gar nichts mit Können zu tun. Genau wie Excitebike-Strecke. Die beiden sind einfach genau das gleiche. Ich habe mich einfach mal selber mit einer Grün getroffen. LOL! Du müsstest mich gleich sogar überrundet haben. Nee, ich werde gerade durchgefistet. Achso, na dann. Das ist sogar hier schwierig, ein Item zu bekommen. Ja. Ja, ist mal kurz vor der 7K-Punkte und was ist, man verscheißt. Ja, so gehört sich das. Boah, ich freue mich so, wenn ich mit den Harry Potter Let's Plays anfange. Boah, ich freue mich da so krass drauf. Auf die Zeit. So Leute, falls ihr Harry Potter feiert, guckt doch mal bei mir vorbei. Hashtag Eigenwerbung. Spaß. Wenn ihr auf knechtische Unterhaltung steht, dann du kannst du ruhig Werbung machen. Ich meine, du bezahlst ja dafür. Stimmt auch. Ich muss ja was für meine... Boah, wie ich durchgereicht werde. Komm. Wie so eine Wanderhure. Oh ja, letzte Runde. Was, ich bin Zweiter? Wow, wer? Zweiter geworden. Ja, ich bin Vierter. Hast du nicht gesagt, ich überrunde dich? Du hast eine Rakete bekommen, oder? Nein. Doch. Pures Glück. Moment, das war das fünfte Rennen, oder? Das war's im Rennen, haut rein, Leute, lasst einen Daumen hoch, da bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.